Salat auf der Fensterbank. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Wir haben neulich beim Einkaufen ein Salatangebot gesehen und da haben wir gedacht, komm, den nehmen wir mit, weil im Moment haben wir keinen frischen Salat aus dem Garten, der ist schon abgeerntet. Und daheim haben wir erst gesehen, dass das wieder ein Salat mit Wurzelballen dran ist. Und wir haben ja schon Videos über das Thema Regrowing gemacht. Die Videos, oder ja, die verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Regrowing heißt einfach, dass man so erntet, dass das Gemüse wieder nachwachsen kann. Das funktioniert vor allem beim Salat sehr gut, aber auch bei Lauchzwiebeln beispielsweise. Ich zeige euch jetzt hier mal den Salat. Das waren so Rosso wäre der Rote, ich glaube Blanco oder Bianco. Bianca, Bianco, schreibt mir bitte in die Kommentare, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ihr wisst aber, was ich meine, dieser geringelte Salat hier. Das sind drei Köpfe gewesen und wir haben die jetzt so abgezupft, die Blätter, dass das Herz auf jeden Fall unbeschädigt bleibt. Das Herz im Salat oder vom Salat ist hier direkt in der Mitte, wo er immer wieder austreiben kann. Ich zeige es euch jetzt gleich im Detail nochmal. Die Salate, wie gesagt, sind im Wurzelballen so verkauft worden. Die waren bloß so eingepackt, dass wir es eben, wie gesagt, nicht gesehen haben. Umso mehr habe ich mich dann daheim gefreut, dass es so ist. Denn wenn ihr diese Salate von außen aberntet, also nur die Blätter von außen rum wegnehmt und das Herz stehen lasst, die Salate ins Wasser stellt und optimalerweise dann noch in den Topf einpflanzt, dann können die Blätter immer wieder nachwachsen. Das funktioniert. Wir haben das schon mal, glaube ich, bis zu 4-5 Mal gemacht. Die Blätter sind immer wieder nachgewachsen und man konnte immer wieder neue Blätter abzupfen. Es wird natürlich keine riesige Salatschüssel mehr, aber für einen kleinen Beilagensalat oder einfach mal um ein Salatblatt aufs Brot draufzulegen oder so, funktioniert das allemal. Jetzt während der Gartensaison würde man den natürlich draußen im Beet einpflanzen oder zumindest nach draußen stellen, wer kann, oder auf die Terrasse, auf dem Balkon. Das funktioniert jetzt Ende November nicht mehr, weil es zu kalt ist, aber man kann den trotzdem dann in den Topf, wenn man eingepflanzt hat, einfach auf die Fensterbank stellen, wo es auch schön hell ist. Und dann wachsen auch da die Blätter immer wieder nach und man kann im Winter seinen eigenen Salat noch weiter ernten. So, hier seht ihr die drei Salatpflanzen, jeweils mit Wurzelballen. Der hier hinten, das war so ein ganz mickriger, da waren auch gar nicht viele Blätter dran. Aber der bleibt natürlich trotzdem da, weil nämlich das Herz unbeschädigt ist. Bei dem hätte man jetzt hier auch das äußere Blatt noch wegmachen können. Das wird jetzt ein bisschen welk. Ich glaube, das ist irgendwo eingeknickt. Das werde ich nachher noch wegmachen. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt erstmal im Wasser stehen. Ich habe vor, die noch in den Topf einzupflanzen, weil dann halten sie deutlich länger, als wenn man es jetzt hier nur im Wasser stehen lässt. Die drei Pflanzen, die stehen jetzt hier übrigens schon den dritten Tag. Also vor 3 Tagen haben wir die gekauft und dann eben gleich ins Wasser gestellt und die sind richtig frisch. Bis auf natürlich die abgeknickten Blätter. Das ist eine tolle Sache und wenn ihr die Möglichkeit habt, im Supermarkt auch einen Salat mit Wurzelballen zu kaufen, macht es unbedingt. Ihr werdet wirklich lange davon ernten können und also auf jeden Fall öfter als einmal und es lohnt sich wirklich und das finde ich echt eine tolle Sache, dass man halt mit solchen Sachen auch bewusst umgeht und es ausnutzt, dass man aus einer Pflanze sehr viel rausholen kann und eben nicht nur einmal. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Gartenmoni-Kanal und auch unseren Newsletter. Schaut mal bei uns im Shop vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kerstin von Gartenmoni.